Hallo Leute und schön, dass ihr hier seid bei Bowly Bridge. Ja, nach den vielen Updates, die es ja zwischendurch gab, sind leider auch die Speicherungen weg. Und deswegen habe ich jetzt schon ein bisschen vorgespielt, ein paar Level. Aber ich dachte mir, jetzt hole ich euch dazu. Ihr kennt ja das Spiel schon. Ich glaube, die Level haben wir alle schon gemacht. Zumindest so kam es mir vor. Aber okay, ist doch egal. Es geht ja darum, einfach nur Spaß zu haben. Wir bauen hier wieder mal eine schöne Straße hier entlang. Haben natürlich wieder das Problem, dass das nicht so einfach ist, ne? So. Und immer so ein kleines Zipfchen zipft mich hier an. Aber okay. Dann, also die Schrägen, muss ich ehrlich sagen, das ist am schwierigsten, ne? Den ganzen Kack da, die zu befestigen, weil man echt keinen Anhaltspunkt hat, wie weit man gehen kann. Deswegen tue ich meistens so, dann ziehe ich das Ganze ein bisschen höher und dann habe ich die maximale Weite, die ich gehen kann. Dann jetzt mal Simulation gucke, schau, ob die, ja, die hält locker. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir hier das zusammenbekommen. So, dann machen wir einfach oben wieder die ganz normale Zickzack-Struktur drüber, wie eigentlich immer. Ich weiß gar nicht, ob wir das da oben überhaupt bräuchten würden, wenn wir unten das machen würden. Dann haben wir ein STG. So. Maximal ausgebaut. Jetzt gucken wir, das müsste eigentlich schon genügen. Locker. Bam, und bei der Ziel, ja man. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze halten wird. Der Schulbus, den hat man auch schon. Der olle Schulbus. Schulbus, ja, plus Schul, ne? So sagt man so schön. So. Also aktivieren, ja, passt. Dann haben wir, was haben wir denn zur Verfügung? Nur Straße. Passt. Oh Gott, das ist aber ewig lange Straße, muss ich ehrlich sagen. Naja. Kann man nichts machen. Zicke, zacke, heu, 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 oder wie sagt man so schön? So. Ich werde dann einfach mal Zickzackmuster drauf geklatscht. Wie immer. Da kriegt man ja immer so ein, wie sagt man, ne, fast Dachschaden. Wenn man das Zickzackmuster drauf machen muss. Weil man einfach keinen Plan hat, wie genau. Das Schöne ist, durch die Updates haben sie ja hinzugefügt, dass man jetzt anhand dem Punkt aussieht, wie weit das wirklich geht. Das ist schon mal gut. Finde ich sehr gut, dass man dann schon mal ein bisschen einschätzen kann, okay, das geht sich aus, so wie hier geht sich nicht aus. Wenn man den ein bisschen hin verschieben, dann geht sich wieder aus. So. Schöne wackelige Brücke. Was aber nicht so schlimm ist, weil ich ziehe die eh dann alle hoch. Oh, da geht relativ hoch. Warum geht der so hoch? Weil der noch alles weiter hin muss. So. Ich muss da aufpassen, ich muss da natürlich anpassen, auch ein bisschen. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen zu tief. So. Vielleicht holen wir den so raus. Und den da ein bisschen mehr. So. Mal gucken, was wir da rausholen können. Ist der zu hoch? Da müssen wir den alles nachgeben. Dass wir hier noch ein bisschen was rausholen an Höhe. So, den. So. Wenn wir jetzt mal Simulation starten, bricht die locker zusammen. Das ist schon mal nicht schlecht, wollte ich gerade sagen. Ja, schlecht ist es ja jetzt nicht, wenn es hier zusammenbricht. Aber gut hat auch nicht. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier irgendwie so eine Leine nach unten kriegen, die wir hier rein verstärken können. Da ist halt immer das Problem, dass man da immer ein Auge behalten muss, dass ja jeder zusätzliche Block ja auch wieder mehr Gewicht bedeutet. Und deswegen da immer behutsam vorgehen muss. So, kriegen wir den dann irgendwie noch besser hier platziert, so. So, wenn wir das so theoretisch machen, brauchen wir hier in der Mitte trotzdem noch einen. Das ist eigentlich Blödsinn, aber okay. Es muss hier noch einer rein. Das Ganze hier noch stärkt. So, hier versuchen wir hier rauf zu kommen. Da werden wir nicht viel was machen. So. Da wollen wir versuchen, einen kleineren Weg zu gehen. Den kriegen wir nicht mehr, okay. Dann schauen wir mal, ob wir den da drüben kriegen. Den kriegen wir dann. Ja, da geht der dann nicht. Scheiße. Dann machen wir den halt hier oben so extrem. Vom Geld her. Ja, achte ich jetzt nicht so sonderlich drauf. Das habe ich letztens ja auch schon gesagt.
versuche da einfach mal irgendwie was zu bauen und das werden wir schon sehen, was da rauskommt. Ich überlege dann erst bei dem nächsten Level, wo es dann wirklich mit dem Geld auch knapp wird, überlege ich erstmal richtig, wie wir da am besten bauen. Jetzt, wo das Geld noch relativ egal ist. Ja, das ist auch egal sein, muss ehrlich gestehen. Weil warum mich darum kümmern, wenn es eh egal ist, wie viel Geld ich ausgebe. Naja, ganz egal ist es ja auch nicht. Ich habe schon Vorgaben, aber im Groben und Ganzen ist es relativ egal. So, kriegen wir den dann so hin, ja. Die Brücke bricht ja jetzt schon zusammen. Okay, also wird das doch nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Versuchen wir einfach noch hier irgendwie ein paar rein zu klatschen. Ich weiß, dass das eigentlich eh nichts hilft und gleich wieder alles löschen werde, weil ich mich zu Tode ärgere, was ich da für ein Blödsinn baue. Aber, naja. Ein bisschen sinnlos rumgeklicke, schadet ja auch ab und zu mal nicht. Hier, hier, und dann können wir den da unten auch mal endlich verstärken hier, weil da ist nur ein einziger. Kriegen wir den noch irgendwo hier hin? Ja. Kann man den mal verstärken? Hier auch verstärken. Na, hier runter können wir nicht, okay. Naja, es schaut gut aus. Hier unten wird ziemlich rot, also rot bedeutet schlecht. Und grün gut, okay. Wir haben es trotzdem noch geschafft, unter den vorgegebenen, ich sag's mal, vorgegebenen Zeitraum. So in dem Motto da. Dann machen wir next. Eine Drawbridge. Das habe ich ja heute schon das öfter gehabt. So, Straße. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Straßen habe ich denn. 7 Stück, das heißt, ich muss wahrscheinlich geradeaus fahren. Ja, mehr geht nicht. Dann habe ich 3 Stahlträger. Das ist immer so eine Sache mit den Stahlträgern. Eigentlich habe ich die noch nie wirklich gebraucht hier. So, 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 so. Das wird die Brücke für hochziehen, ne? Logischerweise. Dann muss ich hier mal das machen. Und hier. So. Okay, das geht anscheinend noch größer. So. Ziehen wir den auch höher. Verbinden wir den mal so. Ja. Dann hier auch mal das. Den Spitz wieder machen. Wie sie es gehört. So. Ich muss mal gucken, dass man so ein bisschen mittig bleibt und dann die Höhe zieht, soweit es halt geht. So. So und so. Perfekt, dann haben wir mal nach oben hin hier. Noch ein und hier. Zack. Und den noch ein. Und dann müsste das ja hier. Warum geht es auf der Seite aus und auf der Seite nicht? Vielleicht eins tiefer? Ja. Okay, dann geht sich's aus. So, wenn wir die Simulation starten, kippt er zusammen, weil er oben noch keinen Halt hat. Soll kein Problem sein, kriegt er den Halt. So, jetzt natürlich hält er auch noch nicht, weil wir hier noch keinen Stabilitätspunkt haben. Okay, den werden wir so nicht zusammenkriegen, da brauchen wir 2. Mal gucken, wie wir den am besten hier so nach draußen relativ hoch stabilisieren. Nein. Ich wollte ihn löschen, so wollte ich. Warum kann ich den nicht löschen? Doch, geht. So, so und so. So. Den ein bisschen höher, wenn wir das zusammenkriegen. Den rein, den höher. Dann haben wir da hier viel einen besseren Verbund. Wir können hier noch unterstützen. Warum aber eigentlich vorerst mal nicht? Die Brücke steht. Da will ich gerade überlegen, ob wir die Träger dann hier reinbauen. Okay, das geht ums Arschleck nicht aus. Naja, wir können sie hier mal hinbauen. So. Und hier so. Und da unten dann. Ja, okay, ich hätte noch, wie viel habe ich noch zur Verfügung? Unbegrenzt näher. Okay. Dann, Leute, hätte ich ja die Sache schon erledigt gehabt, aber okay. Ist auch egal. Jetzt haben wir es halt so. Kann ich ja auch nichts machen, habe ich ganz übersehen. So, kriegen wir den darauf? Ja. Den darauf und den darauf. Dann sagen wir den aus und den aus. Und wir starten. Okay, reißt der uns die Brücke kaputt? Mhm. Ja, jetzt kommt die kaputte Brücke runter und der fährt ins Nichts.
Das heißt, wir müssen hier eine Doppelzugbrücke bauen, oder was? Ja, dann löschen wir alles nochmal. Kann man da alles löschen? Ja, passt. Das habe ich nicht gewusst. Dann bauen wir das natürlich ein bisschen anders. Vom Budget her, ja. Wird das wahrscheinlich alles sprengen? Aber es muss ja sein. Es muss eine Doppelbrücke hoch sein. Deswegen müssen wir hier mal... Ja, wobei, es könnte einfach nur aufgeklappt ja auch genügen. An das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Scheiße, kann ich das wieder rückgängig machen? Kann ich meine ganze Brücke wieder zurückholen? Nein! Okay. Doof, Leute, doof. Es genügt ja wohl, wenn ich den einfach hier aufklappe, oder? Theoretisch müsste es genügen. Das heißt, wir bauen hier mal ein Holz, das ziemlich schräg nach hinten geht. Und hier auch eins. Um die Brücke eben. Ah. Dann. Nein! Es geht nicht. Bisschen. Nee, das wird nicht passen. Das habe ich jetzt gedrückt. Nein, nur zu anhalten. Das Ganze mit Löschen da funktioniert auch noch nicht so wunderbar. So, dann hier dasselbe nochmal in grün. Kann man den hier runterstützen da mal. Zack. Ich weiß, eigentlich sollte ich nicht so verschwenderisch mit denen umgehen. Aber andererseits, wen juckt das, wenn ich Unbegrenzt habe? Natürlich Geld, ja, klar. Ne? Das ist natürlich klar, aber... Ist für mich jetzt persönlich auch nicht so das Tragische. So. Wenn man es eigentlich so nimmt, sollte ja die Brücke halten und nicht ums Geld gehen. Soweit hält sie schon, sogar. Das wundert mich eigentlich gerade. Ist ja nicht geschehen. So. Bin gerade überlegen, sollte ich das so machen? Eigentlich müsste es sich ausgehen, wenn ich es so mache, gell? Genau. Und dann die ganze Schose hier noch ein bisschen verspreizen hier. So. Und hier auch nochmal versuchen, irgendwie das Ganze da so hier irgendwie zu halt kriegen, ja. Dann hätten wir das. Dann brauchen wir hier die Hydraulikzylinder, der hier und hier angegeben ist und hier wird gebunden. Mal testen, ob jetzt klappt. Okay. Die müssen noch weiter nach hinten. So und so. Das heißt, wir nehmen die hier. Tja. Das heißt, die müssten ziemlich weit nach hinten. Das heißt, kriegen wir den noch ein bisschen nach hinten weiter? Nein. Ja, indem wir weiter raufsetzen, aber ich weiß nicht, ob das. Nein. Ein bisschen. So. Nein, auch noch nicht. Und so ist er schon wieder fast dasselbe, ne? Nein, den wollte ich nicht zerteilen, so. Das wird aber nicht genügen. Wir sind hier trotzdem näher als wir hier. Warum? Weil wir hier, nein, hier sind wir auch nicht näher. Irgendwo ist da ein bisschen blöder Haken noch drin, aber okay. Mal gucken. Es ist keiner von beiden genügt. Okay, das heißt, er muss wirklich 90 Grad auf. Das heißt, wir werden jetzt hier. Nein, das geht ja auch nicht. So, du mal weg und du mal weg. Mich stört das schon ein bisschen, dass ich da jetzt. Nicht gerade, dass ich schon überlegen muss. Ich dachte mir, okay, scheiß drauf. So. Brauchst da nicht viel überlegen, aber in diesem Sinne sehe ich hier gerade, ich muss doch viel überlegen. Also wenn ich das so mache. Okay, dann fallen die nach hinten, aber der bitte durchkommen. Okay. Das heißt, das wird mal klappen. So. Es geht jetzt nochmal rein ums Theoretische. So, so.
Das wird dann wieder nicht gehen, oder? Nein, wenn er wieder hinterklappt. Kann ich da irgendwo sagen, wie weit er arbeiten sollte? Was macht er, wenn ich den umlege? Starten? Das geht dann auch nicht. Wenn ich den ganzen jetzt versuche, dann trotzdem nach oben zu heben, auch wenn das jetzt blöd ist. Mal hier versuchen. Hier und hier. So und so. Die kannst du natürlich da dann einfach hier und hier fixieren. Dann die Hydraulikzylinder. So. So und so. Und hier, hier. Und den dann so. Und hier teilen. Nein, hier lass mein ganz. Und dann mal starten. Müsste ja auch gehen, oder? Das ist haarknapp, ist das sich ausgegangen, Leute. Aber sieh da, es funktioniert. Man muss nur wollen. Okay, wir sind ziemlich weit im Budget. Was über das Budget, Bruder? Wir hatten das jetzt gesehen. Ich nicht. Nein, überhaupt nicht. So, aber um was geht's denn da jetzt? Den da einfach drüber transportieren. Das sollte ja auch keine Kunst sein, oder? Oder sehe ich da irgendwas falsch vielleicht? Wahrscheinlich. Zuerst mal oben drüber. Da oben ist immer das Wichtigste, meiner Meinung nach. Das ist halt so meine Einschätzung, dass man schauen soll, immer oben erstmal eine Verbindung, weil es hat einen Grund, warum eigentlich die Brücken immer oben das Dings haben, oder? So. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier unten so halbwegs ein bisschen. Ups, das ist natürlich doof. So. So. Dann hier. 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 Geht sie nicht aus? Setzt man ein bisschen nach oben, dann geht es gleich wieder aus. So, hallo. Achso, da geht es ja auch um den Preis ein bisschen, ne? Sehe ich gerade. Ja, dann sparen wir halt ein bisschen ein. Lass mal einfach so. Der Bus, der wird das schon schaffen und die Leute, die drin liegen, ja, ist doch nicht mein Problem, oder? So. Nein, nicht. Na, jetzt habe ich gelöscht, ich Idiot. Ich wollte jetzt hier so und so. Und dann wollte ich gucken, ob ich hier oben den und den löschen kann. So muss das eigentlich halten. Yeah, baby. Yeah. Und wir haben sogar Plus gemacht. Ich muss das jetzt nochmal spielen. So. Mal gucken. In der Theorie könnten wir. Nee, mehr können wir eigentlich nicht wegmachen. Den dürften wir auch nicht wegmachen, oder? Den und den. Nein, okay, dann ist die Stabilität nicht mehr gegeben, aber es genügt eigentlich, wenn wir nur einen haben. So. Echt, ist das so wichtig? Ja, okay, weil der sonst hier sich bewegen könnte. Den können wir aber wegmachen. Der müsste gehen. Na, aber das hält da nicht stand, okay? Das heißt, den brauchen wir. Hier oben, warte mal, der stützt den. Der kriegt von denen Stützung. Zack, zack. Da könnte man. Nein, den kann man nicht. Und den kann man auch nicht. Nee, das ist eigentlich, ich glaube, das Minimum, was man haben kann, oder? Oder habt ihr noch eine Idee, dass man das vielleicht noch ein bisschen ändern kann? Aber meiner Ansicht nach müsste das das Minimum sein, damit die Straße hält. Weil, wenn ich den hier weg tue. Nee, das schafft er nicht. Okay. So, ich sage ja, das ist, ich glaube, das Minimum, was man haben kann, muss. Sonst geht's nicht. So wäre halt meine Überlegung, dass das Minimum ist. Aber schaut, irgendwie ist das ja logisch. In der Mitte hält er und oben, da machen wir eigentlich sozusagen drei Brücken aus einer Brücke. Links eine Brücke. Also der Teil ist eine Brücke. Weil der wird ja hier so gehalten. Also hier ist ein Fixpunkt, hier ein Fixpunkt. Das ist der Brückenpfeiler. Hier dasselbe nochmal und hier auch. Hier ist ein Fixpunkt und hier in der Mitte wird er abgestützt. Die sind das dann drei Brücken. Cool, ja. Dann machen wir hier Simulation starten, lassen den rüberfahren.
Und dann würde ich sagen, was das mit der Folge, Leute. Die nächste Folge kommt bestimmt. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ich weiß, dass ich hier nicht speichern kann. Das sage ich doch. Deswegen, ich weiß nicht. Oh, jetzt geht's. Natürlich. Ja. Okay. Egal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Leute. Macht's gut. Und tschüssi.